Ach so. Da der Gang betretbar. Ah, ich verstehe. Was auch immer du bist, behalt's für dich. Die sehen nicht gesund aus, die kleinen Viecher. Was soll das sein? Ja, aber was ist das denn? Just do it! Make your dreams come true! Moin, mein Constructor. Was auch immer das genau hier ist, keine Ahnung, das stromgesetzte Lava. Ja, das klappt zumindest schon mal nicht. Du solltest nicht drin schwimmen. Danke. Die Steuerung ist zumindest schon mal sehr genau. Juppa da. Einfach springen. Einfach springen. Das sind die Überreste von Sturmtrupplern, die bei den Schießübungen zu viele Ziele getroffen haben. Das wird aus denen dann. Ist aber nicht gut. Ja. Zähne zusammenbeißen. Und weiter geht's. Sind das hässliche Viecher? Sind doch eh Klone. Ja, aber doch nicht in der alten Trilogie. Irgendwann sind die Klone doch, ja, was heißt denen ausgegangen? Aber auf jeden Fall haben sie keine neuen mehr gemacht. Mein Vaters Workshop. Luigi has got to be in here. Ah! Gut. Ja, leider ist das Bild in diesen Sequenzen klein. Das macht er nicht groß. Also kein Verlust. Ach, die gute alte Zeit mit Live-Action-Sequenzen. CD eingelegt. Schicke Hose, Paps. This message is intended for my son, Kyle Katarn. Kyle, I have left two very important items for you. The first is a map to the Valley of the Jedi and is embedded in the stone ceiling above this room. The last is a lightsaber. That once belonged to a friend and great Jedi, Ran. Hier, danke schön. Aber bring dich nicht um. Sehr gefährlich. Use it for good. Ja. Untrainiert hackt man sich damit einfach nur Füße, Hände oder sonst was ab. Let's see what this saber can do. Ja, erstmal kurz speichern. Nun ja, irgendwann ist die Fleischmasse zum Drucken neuer Klone ja auch mal aufgebraucht und es gab Lieferengpässe. Wenn ständig die Versorgungsschiffe von diesen nervigen Genies abgefangen wurden. Swing, swing. Swing.
Now I'm a Jedi. I can feel the power. Das Schwert ist ziemlich lang, oder nicht? Ich glaub schon. Hm? Schwing. Wing, wing, wing. The irrigation channels are my way out of here. Zack. Übrigens, Filmtheorie, es heißt ja, dass Anakin Skywalker das Gleichgewicht wiederherstellen sollte, dann aber zu dem schwarzen Gasmasken-Fan wurde. Wer sagt denn, dass das Gleichgewicht heißt, dass es nur Jedis gäbe? Richtig. Das kenne ich aber schon. Das habe ich auch schon gehört. Dass, ja, dass das Gleichgewicht ja nicht zwangsläufig bedeutet, er muss einer der Guten sein. Denn die Jedi haben ja tatsächlich nachweislich. Oh! Ich verstehe. Der hat gewalttätige Dinge. Die Jedi haben ja auch aktiv Einfluss auf die Demokratie genommen. Das schön Logische wenigstens ist, die sterben nach einem Treffer. Es war halt vermessen, von den Jedis zu glauben, dass das Gleichgewicht bedeutet, dass er ein Guter sein muss. Dann mal eine Brainfuck-Filmtheorie. Ist Kevin McAllister vielleicht Jigsaw? Ich meine, es war Kevin von allein zu Hause. Also es wäre auf jeden Fall cool, da einen Schluss zu ziehen. Genau wie bei Breaking Bad. Dass das alles nur ein Traum war von dem Vater von Malcolm. Ja, also. Kann ich eigentlich auch abwehren? Er baut Fallen, wo nahezu alle Fallen dazu führen, dass die Opfer die Fallen selbst auslösen. Richtig. Vor allen Dingen, es gibt von einem YouTube-Channel, Cinema Crew? Nee, wie heißen sie nochmal? Ich weiß es gerade nicht mehr, wie die heißen. Kann ich aber nachgucken. Die, haben mal die Fallen von Kevin allein zu Hause ein bisschen auf Realismus getrimmt. Oder zumindest so gemacht, dass sie ein bisschen gewalttätiger sind. Also so, dass eine Falle auch wirklich das macht, was sie in echt machen würde. Er baut Fallen, wo nahezu alle Fallen dazu sind. Ich habe das gesehen und die Hinweise, Indizien, uff. Ja gut, also wenn man ehrlich ist, das hat sich ja keiner ausgedacht in dem Aspekt, ne? Ja, aber wie... Jetzt mal ernsthaft, wie zur Hölle? Kommen wir denn... Ja, wie wäre es mit dem Schalter benutzen, der an der Wand ist? Oh, ich bin ein Idiot. Ich bin ein Jedi, ich bin ein Jedi. Ich bin ein Jedi. Ja, ich würde sagen, Schwimmzeit. Da ist was. Da schwingt das Schwert so vor sich her. Das war einfach viel zu viel Spaß. Lustigerweise die Szene mit dem Ofen im Keller bei Kevin allein zu Hause. Bei Saw wurde ein ähnlicher Ofen im Keller neben einer Treppe mit nahezu ähnlichem Aufbau genutzt. Das ist schon cool. Also sich über sowas Gedanken zu machen, ist schon lustig. Ob da irgendwie der Filmmacher eine Beziehung aufbauen wollte zu. Und seien wir ehrlich, der Darsteller von Kevin allein zu Hause, der Macaulay Culkin, der könnte jetzt Thor spielen.
Also der könnte so einen verrückten Typen spielen. Ach komm schon. Huch. Aber vor, ja, der ist durch. Der ist ein bisschen durch, der Junge. Bitte was? The irrigation channels are my way out of here. Kann man verteidigen? Gibt's das? Blocken und so? Habe ich nicht gelesen, leider. Muss man vielleicht noch lernen. Nee. Next Force Power, Use Force Power. Future Stack, Gamma Pull. Wow. Bin ich gegen Hocker, der an meinem Schreibtisch steht. Ah. Habe ich Rick and Morty geschaut? Die ganz neue Staffel noch nicht. Also es gibt ja jetzt neue Folgen. Die habe ich tatsächlich noch nicht geguckt. Müsste ich mal machen. Aber ich bin im Thema drin. Ja, ja, natürlich. Im Thema drin bin ich auf jeden Fall. Habt ihr eine Theorie über Evil Morty, die neue Staffel? Hab ich auch noch nicht geschaut. Okay. Und die Theorie ist... Das ist ein bisschen laut hier drin. Also wo der herkommen könnte. Denn in einer Folge, als Beth Angst hatte, ob es ein Klon wäre, sagt Rick, es passiert alles in unendlichen Varianten unendlich oft. Nee, das weiß man ja schon. Es gibt ja auch den Rat der Ricks. Die sind ja auch alles Ricks aus anderen, aus anderen Möglichkeiten quasi. Und man weiß ja tatsächlich auch nicht, das ist ja der Krux bei der Serie. Es weiß ja keiner so genau, wie viele Mortys hat Rick schon kaputt gemacht. Vermutlich mehr als ein. Aber wo kommt der Evil Morty her? Warum gibt es den? Mein Grundgedanke dazu ist es, so wie es jegliche Art von Rick gibt, gibt es auch jegliche Art von Morty. Also warum nicht auch einen intelligenten, bösen Morty? Ne? Hä? Wieso wollte er die jetzt nicht treffen? In einer anderen Folge hat Rick Roboter von sich dieses doofes Kartenspiel spielen lassen und Robo Morty sich dann gegen die Überschreibung seines Codes durch Rick wehren will. Am Ende steckt sich der Evil Morty die Kabel zurück in sein Auge. Entweder ist er ein Robo Morty oder ein Cyborg Morty, ja? Ja, ich bin gespannt, was sie noch draus machen. Yeah.
So, jetzt aber. Wenn alles unendlich oft in allen Varianten passiert, hat sich wohl einer dieser zurückgerufenen Robomods erfolgreich. Das kann am Ende, das kann am Ende sein, ja. Aber das ist ja der... man kann viele Theorien anstellen, aber man weiß es ja trotzdem nicht. Und Rick mag es nicht, wenn sich was, was er entwickelt hat, gegen ihn stellt. Also hat Robomorty sich wohl nur gegen seine Vernichtung gewehrt. Ja? Das hier richtig? Nö, das ist eigentlich einfach... Ich habe den Grundgedanken, hier runter zu springen, ist tot. Ja, ist es. Es ist schön, dass er immer noch irgendwas macht. Ich kann die Theorie nachvollziehen. Aber gut, es gibt da glaube ich viele Ideen, ne? Habe ich mir selber tatsächlich noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Na komm. So. Was? Das schaffst du. So. Hätten wir das auch. Ja, ich glaube, das hier ist falsch. Moment, was ist da? Da ist nochmal Wasser. Gibt ja auch die Theorie, dass diese Megasamen, die er in der ersten Folge sammelt, das Grundmaterial ist für das Gesellwasser ständig in seinem Flachmann und... was sie unverhältnismäßig klug macht. Tatsächlich keine schlechte Idee, dass das Zeug, was er trinkt, dafür zuständig ist, dass er so intelligent ist. Grundlegend keine schlechte Idee. Drück immer die falsche Taste. Immer die falsche Taste. Okay, das sind jetzt Infrarot. Wäre auf jeden Fall eine interessante Theorie, wenn das so ist. Was? Das? Wir sind, glaube ich, falsch rum in die Secret Area gegangen. Kann das sein? Na dann. Den Krimskrams, Powercell, Schild. Warum schießt du einen Streuschuss auf uns? Das ist so nutzlos, aber egal. Perfekt. Huch! Nö, hier ist nicht. Wenn sie Samen halt auflösen, verliert man ja einen Großteil der kognitiven Fähigkeiten und so. Es ist schon verrückt, ne, wie viel Theorien man sich über Serien ausdenken kann. Das finde ich immer interessant. Das finde ich bei allen Serien interessant. Egal, ob es jetzt Rick and Morty ist oder andere. Da geht's weiter. Wir speichern mal.
Die hängt unter der Brücke fest. Na komm, einmal noch. Tschüss. Das ist ja, ich weiß nicht, schaust oder liest du One Piece? Okay, da kommen ganz schön viele von. Was hätten wir? Gibt eine Kleinigkeit, die mich bis bei Star Wars ein bisschen stört. Explosionsgeräusche und sogar Raumschiffe mit Flügeln im Weltall. Ja, aber es ist immer noch ein, naja. Es verkauft sich ja auch nicht als Science Fiction, sondern als Fantasy, Weltraum-Fantasy oder sowas, glaube ich, heißt das. Yeah. Also man könnte da runterspringen. Das ist aber tot. Gut zu wissen. Das war diesmal geschaut, aber das wurde nicht für öde. Okay. Ja, zumindest unabhängig davon, ob du es guckst oder nicht. Da gibt es auch Theorien über ganz viele Themen. So. Oh Gott. Man geht hier schnell zu weit. Ist es nicht mittlerweile etabliert, dass die meisten Universen mit Sound im Weltall das im Schiff simulieren? Ist das so? Das ist die Erklärung dafür? Ach, hier ist ein Loch in der Wand. Ja, wie praktisch ist das denn? Funny, die Bösen lassen uns eine riesige Basis bauen, wo wir selbst fast nirgends hinkommen. Das ist doch normal. Ihr wisst, dass ihr nervig seid, ihr kleinen Drecksviecher, oder? Das wisst ihr. Einmal speichern. Immer das Laserschwert für die Viecher. Freund. Nein! Oh. Kacke. Ach, Kacke. Doppelkacke. Hier. Also wenn der Computer vom Schiff erkennt, wenn ein feindliches Schiff schießt und dafür den Sound abspielt, dann gäbe es keinen Hinterhalt mehr. Naja, man muss ja nicht alles zu realistisch sehen, ne? Dann wären die meisten Filme langweilig. Das war die reale Superheldenlandung. So. Ach kack, ich wollte auf die Seite springen. Na egal. So. Das nehmen wir mit. Jetzt wählen wir mal unsere Armbrust. So, 322 Schüsse. Ich würde sagen, das reicht erstmal für so ein paar Schüsschen. Was haben wir hier? Sehr gut.
genau. Filme wären sonst sehr speziell. In Büchern kann sich das jeder so denken, wie man will. Nicht wirklich. Wir sind auf dem Planeten von unserem Vater. Nee, sind wir gar nicht, oder? Nee, doch, wir sind noch auf dem Planeten unseres Vaters. Und haben jetzt, das Laserschwert von ihm bekommen. Und müssen das... Okay, das hier ist plötzlich in Ordnung. Und ich glaube, wir müssen... Entweder müssen wir in eine Basis oder wir müssen flüchten. Ich bin da gerade ein bisschen zwiegespalten. Vermute mal, die Blubberbläschen bedeuten nichts Gutes. Ach, hier ist ein Loch. Wenn nicht einsatzzentrale Koordinaten bekannt, schickt ein paar. Ne, ich glaube, die absolute Vernichtung des Heimatplaneten von ihm wollen wir dann doch nicht. So, ist hier unten was? Ich weiß, was passiert, wenn ich diesen Stream hier auf YouTube lade. Der wird gefleckt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ach so. Oder? Auch nicht. Oh, komm schon. Mit dem zu tauchen ist so eine richtig spezielle Angelegenheit. Komm schon. Du willst es auch. Weißt du, du willst auch tauchen. Ach, so eine Rotz. Er verflucht nochmal Kopfhörer, ist doch logisch. Achso, wo kommt die Musik her? Überall läuft Musik. Ja. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, ob es einen Trick gibt, wie der anfängt zu tauchen. Das ist mir schleierhaft. Wasserjawel, jawohl. Ja, genau. So ist meine Idee hier auch gerade. Das ist doch zum Mäusemelken. Das ist PC, das ist die Steam-Version. Hast du schon Force Power? Wir sind noch kein Jedi, wir haben nur ein Laserschwert. Einfach alles schnetzeln hier. Es gibt aber auch keinen Knopf dafür. Gibt's nicht. Nö. Hier nicht. Hier auch nicht. Options. Hier
auch nicht. Was ist der Duckenkey? Einen wunderschönen guten Tag, General Duck. Ich gebe dir sofort deinen Witzkommando. Eine Sekunde. Ich muss nur, glaube ich, erstmal aus dem Wasser raus, denn... Sonst... Ah! Da fuck! Was in drei Teufelsnamen bist du? Abgesehen davon, dass ich jetzt sterbe. Tot. Ja, das machen wir nochmal neu. Pro Gamer am Werk hier. Das sowieso. Habe ich das Buch? Schauen wir mal. 93. 93. Das hatten wir schon, aber ich lese das gerne für dich vor, wenn du möchtest. Du kannst dir aber auch eine neue Seite wünschen. Deine Entscheidung. Oh Mann, die sind schlecht. Aber ja, die Kategorie der Seiten heißt... Na komm, Kamera. Heißt mysteriös. Ist gespiegelt. Das seht ihr gar nicht. Da steht mysteriös. So, 91. Beim Titel des Buches. Miese Witze. Ne? Wir erwarten nichts Gutes. Sitzen zwei Muffins im Backofen, sagt der eine, ganz schön heiß hier, sagt der andere, wow, ein sprechender Muffin. Sitzen zwei Bomben im Keller, sagt der eine, komm, wir gehen hoch. Oh Gott, der tut weh. Sitzen zwei in der Wüste, sagt der eine, rutsch mal ein Stück, ich will auch im Sand sitzen. Oh je. Ich habe schon länger nicht mehr gespeichert, fällt mir gerade auf. Jade Cocoon sagt mir gar nichts. So. Einmal rauf, damit wir kein Leben verlieren. Einmal wieder runter. Da ist das Ding. Und wieder rauf. Liegen zwei Erbsen, ruft die eine plötzlich, Vorsicht, eine Laterne. Darauf die andere. Er ist aber schon alt. Warum musst du das eigentlich abschließen dabei? Kann mir das dann erklären? So, raus. Rüber. Rauf. So schnell. Junge. Müssen wir überhaupt wieder hier raus? Also, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt wieder hier... Hauptsache, der trifft uns. Unfassbar. Ob wir überhaupt hier raus müssen? Oder ist jetzt hier irgendwo ein Weg nach oben offen? Ja, vielleicht. Na, komm. Na, komm schon. Ich habe keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist. Aber was weiß ich schon überhaupt? Könnte.
Das sieht aber eher aus wie der Weg zurück. Turmtruppler, beste Personalabteilung. Du hast den Jedi getroffen, du bist gefeuert. Ja, es ist eigentlich schon lustig, dass das Klischee wirklich so stark ist, dass die nichts treffen. Das vielleicht der Weg. Das ist der Weg. Wie ist das nochmal bei Mandalorian? Ah, Mission Objective Complete. Hä? Das war jetzt, naja, traurig von mir. Menge Wasser. Du hast dich dem Treffer nie kurzzeitig angepasst. Naja, wir nutzen ja auch eine Sturmtrupperwaffe, ne? Also, darf man ja auch nicht vergessen. Das sind die Damen. Leute! Einfach so? Ohne Vorwarnung? Nicht nett von euch. Überhaupt nicht nett. Da geht's wieder runter. Und hier. Hier ist nicht. Ich merke schon, wir sind zu lange in diesem Level. Wir haben keine Musik mehr. Schon seit einer ganzen Weile immer wieder. Dass es dann so ganz lange still ist. Holzkistchen. Sind das diese Tintenfische? Ja, sind es. Spring ruhig runter. Mach das. Hat dein Sith-Lord wohl eher Versicherungsbetrug im Sinne? Womit genau? Das hier ist richtig. Okay, es ist nicht richtig im Sinne von, wir müssen hier hin, aber hier ist auf jeden Fall ein Secret Room. Süß. So. Ja, die vorherige Nachricht habe ich nicht sehen. Oh, ich hasse diese Waffe. Die ist super stark, aber irgendwie bin ich schlecht im Zielen. Ich find's auch witzig, die bauen alles aus Metall und Beton. Und dann überall Laserwaffen, die bekanntlicherweise wie Butter durch Metall gehen. Naja, rein physikalisch ist das sowieso bei den Laserwaffen und Laserschwertern ganz schwieriges Thema. Kriegst du einen Schuss ins Gesicht und du lebst? Junge, Junge. Nö, das geht nicht. Was sollen die denn sonst das Zeug bauen? Ja, Beskar wäre schon geil. Also wenn man sich das anguckt, das sind Minen. Ich bin so ein Idiot. Wenn man sich das anguckt, sieht das eher so aus, als ob die das aus... Ja, das war eine doofe Idee. Als wenn die das aus wirklich fast nur Metall bauen.
Aha. Eben seid ihr da oben geblieben und jetzt seid ihr runtergesprungen. Super. Machen wir eine Mine von hier zu aktivieren? Ach, der Schuss, der aktiviert keine Mine. Ich verstehe. Das aktiviert auch keine Mine. Wow. So. Wie kann ich das nochmal machen? Welche Taste? Wie war das nochmal? So. Gut, bisschen Lebensenergie. Technisch gesehen sind Plasmawaffen und keine Laser. Ja. Chef, explodiert das? Nehmen wir das mal als Ja. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Ja für Explosion. Hallo? Hauptsache, der trifft uns quasi durch die Wand. Das ist ja mal ein Freund hier. So. Speichern. Hui. Die Tür jetzt offen. Können wir das Schiff hier benutzen? Das Ding hier. Hallo, Schätzchen. Unsere Freundin ist da. Was mal so heißt, dann aus, wie heißt das Zeug in der Unterseite von Space Shuttle? Hauptsache, du weißt das, Martin. Woher weißt du das? Ohne Witze. Ah. Speed. Was? Trade Secret. Ach du Kacke. Das ist nicht toll. Das könnte ich jetzt auch machen in After Effects. Das kriege ich hin. Gar nicht so schwer. Und dann noch so ein kleines Video im Hintergrund. Passt. Ah, Baron's Head. The Empire sure knows how to ruin a perfectly good city. My guess is your Pal 88 is in that large house. The Imperials are guarding it like a fortress. Well, I think a visit's in order. Don't you? Süß. Die Minisequenzen sind schon süß gemacht. Wenn ich einen Sternzerstörer bauen wollen würde, dann würde ich ihn nicht so auffällig riesig und in einem Stück bauen. Das wurde aber vor. Ich weiß, dass das vor After Effects gemacht wurde. Ich bin ja nicht doof. Das nennen wir jetzt mal Knufte 2. Hat er das jetzt gespeichert? Ja.